Der Gesamtwert seiner großartigen Schenkung beläuft sich auf sage und schreibe 40 Millionen Euro. Insgesamt 600 Werke der klassischen Moderne hat der Kunstsammler Frank Brabant an die Museen in Wiesbaden und Schwerin vererbt, in zwei gleiche Hälften aufgeteilt. Die Sammlung Brabant gehört zu den größten und wichtigsten ihrer Art. Darin sind unter anderem solche Kunstgruppen wie Magischer Realismus, Berliner Sezession, Der Blaue Reiter oder Die Brücke vertreten. Auch viele Künstler der sogenannten verschollenen Generation fanden in Brabant-Sammlungen einen gebührenden Platz. Der kulturhistorische Wert ist sehr groß, denn es sind wirklich zentrale Werke des Expressionismus, der neuen Sachlichkeit, aber auch der Nachkriegsmoderne in der Sammlung Frank Brabant vertreten. Und insofern ist es für uns eine sehr wichtige Ergänzung, die wir erhalten werden. Denn all diese Künstler und Strömungen sind nicht in unserer Sammlung vertreten. Also mit der Sammlung Brabant schließen wir wirklich Lücken. Von Beckmann bis Jawelski heißt die Ausstellung im Stadtmuseum Schwerin, die einen Einblick in den Schweriner Teil der Brabant-Sammlung ermöglicht. Darunter die Bilder von Pechstein, Kirchner, Schulze, Lüpertz und vielen anderen Künstlern der Vor- und Nachkriegszeit. Der 1938 in Schwerin geborene Sammler beschloss, die Hälfte seines Erbes unbedingt der Heimatstadt zu überlassen. Ich bin hier geboren und groß geworden und habe mit 20 Jahren dann die Fliege gemacht. Hätte ich beinahe gesagt, ja, bin ich nach Westdeutschland gegangen und nach Wiesbaden und dann habe ich da weitergelebt. Und 600 Bilder, ich finde es ganz gut, wenn die geteilt werden, auch Schwerin. Und die können ja in Wiesbaden keine 600 Bilder ausstellen und in Schwerin auch nicht. Und ich habe nicht 500 gesammelt, sondern in erster Linie möchte ich natürlich auch, dass die Bilder ausgestellt werden. Und Schwerin liegt mir am Herzen und Wiesbaden, wo ich so lange gelebt habe, auch. Die Ausstellung von Beckmann bis Jawelski wird im Staatsmuseum Schwerin am 23. November feierlich eröffnet.